Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Der Außenminister der Ukraine ist zu Besuch in Deutschland und es ist ihm offenkundig ein Anliegen, die Beziehungen zwischen Kiew und Berlin in ein gutes Licht zu stellen. Damit knüpft er direkt an den Besuch von Annalena Baerbock an, die ja gerade erst aus der Ukraine zurückgekehrt ist und sich dort viel Sympathie erwarb. An manchen Stellen klingt Dmytro Kuleba heute fast wie ein Psychologe, der den Deutschen, vor allem deutschen Sozialdemokraten, einfühlsam dabei hilft, ihr Putin-Trauma zu überwinden. Etwa wenn er sagt, dass der Bundeskanzler und seine Partei stark genug sind, einzugestehen, dass die vorherige Politik gescheitert ist und sie eine neue Politik brauchen. Ich habe dazu vorhin ein Interview mit ihm geführt. Doch zunächst berichtet Mathis Feldhoff aus Berlin. Es ist ein Besuch, der Wunden heilen soll, Spannungen überwinden kann, das schwierige Verhältnis der deutschen Sozialdemokraten zur Ukraine in den letzten Wochen reparieren muss. Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, geht heute einen Schritt auf die SPD zu. Das vermeintlich unkritische Verhältnis der Sozialdemokraten zu Russland ändere sich gerade, so der Außenminister. Als der Krieg begann, war es der deutsche Kanzler, der die Sozialdemokraten repräsentiert, der die Wende einleitete. Bei Waffenlieferungen, bei Nord Stream 2 und der eine neue Politik gegenüber Russland ankündigte. Für den SPD-Fraktionschef Mützenich keine einfache Situation. Wochenlang hatte er gerade mit dem ukrainischen Botschafter über Kreuz gelegen, insbesondere bei Waffenlieferungen. Noch vor 14 Tagen hatte Mützenich in einem Brief indirekt die Tweets Melniks hart kritisiert. Mit den Kritikern, die Tatsachen teils unterschlagen, teils bewusst falsch darstellen, war niemand anders als der Botschafter gemeint. Mützenich kann nur schwer aus seiner Haut. Waffenlieferungen hält er immer noch für falsch, aber er verschließt sich nicht der Solidarität. Wir sind uns einig darüber, dass die brutale Aggression Russlands nicht hinnehmbar ist. Uns ist wichtig, dass wir als Bundesrepublik an der Seite der Ukraine stehen, solidarisch an der Seite der Ukraine stehen und dass wir unterstützen. Kuleba hat längst das nächste Projekt, für das Kiew von Berlin Unterstützung erhofft. Unterstützung, die offen gewährt wird. Bei der Union genauso wie bei den Grünen. Es ist der Kandidatenstatus zur EU, den man jetzt schnell will. Geht es nach der Herzlichkeit der Bilder, scheint die Ukraine sehr willkommen. Am Nachmittag beim Vizekanzler gibt es sogar eine ganz besondere Begrüßung. Herzlich willkommen im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz und Unterstützung für die Ukraine. Denn so fühlt es sich tatsächlich an, hier zu arbeiten. Es sind die Signale der grünen Minister. Etwa der Besuch von Annalena Baerbock zu Beginn der Woche, als sie in Butscha den Ort der Kriegsverbrechen besucht, die von der ukrainischen Seite als besonders solidarisch wahrgenommen werden. Habeck weiß natürlich, dass ein EU-Beitritt mit Hürden verbunden ist. Deshalb formuliert er mit Bedacht. Das wird jetzt klug vorzubereiten sein, wie die Schrittfolge so ist, dass sie erreichbar ist. Aber eben auch keine falschen Versprechungen gegeben werden, die nicht eingehalten werden. Der diplomatische Streit scheint weitgehend beigelegt. Was die Ukrainer nicht hindert, neue Wünsche zu formulieren. Weil die alten russischen Waffen bald verbraucht seien, braucht man jetzt moderne, etwa Kampfflugzeuge, so der Außenminister in einem Interview. Und der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, ist nun im Heute-Journal. Guten Abend, Herr Kuleba. Good evening. Guten Abend. Sie haben heute gesagt, Deutschland spiele jetzt in Europa die erste Geige. Wie meinen Sie das? Nun, wir in der Ukraine glauben, dass Deutschland eines der führenden Länder in Europa ist und wir erwarten immer, dass Deutschland in den kritischsten Fragen immer eine führende Rolle einnimmt, auch wenn es um die Entwicklung Europas und der Sicherheit und des Wohlstandes in Europa geht. Und wenn wir nicht sehen, dass Deutschland eine solche Führungsrolle übernimmt, dann ist das frustrierend für uns und wir verstehen nicht, weshalb das nicht geschieht. Einer der Gründe, weshalb ich heute hier bin, ist tatsächlich, um mit Deutschland die Strategie zu diskutieren. Und ich bin durchaus zufrieden mit der Qualität der Diskussion, die wir bisher gehabt haben und auch dem wirklich fruchtbaren Dialog. War die Ukraine in letzter Zeit eigentlich eher frustriert, wie Sie eben ja auch andeuteten? Und bei dem Thema schwere Waffen und Waffen ist Deutschland bislang ja überhaupt nicht erste Geige. Haben Sie denn jetzt inzwischen Erkenntnisse, wann Sie Gepardenpanzer bekommen und ob die dann auch schießen können?
Ich glaube, und wir in der Ukraine glauben, dass es drei kritische Punkte gibt, wo es tatsächlich eine Führungsrolle braucht, um Europa schützen zu können. Da geht es um die Waffenlieferung an die Ukraine, aber auch um die Sanktionen gegen Russland und den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Wenn es also um die Waffenfrage geht, ja, da heißen wir die Entscheidungen von Kanzler Scholz sehr willkommen. Jetzt die Politik zurückzulassen oder hinter sich zu lassen, keine Waffen an die Ukraine zu liefern, die, glaube ich, noch am ersten Tag der russischen Aggression dann verkündet wurde, das war jetzt eine starke Veränderung. Und wir haben natürlich auch einige leichtere Waffensysteme von Deutschland bekommen. Das war schon hilfreich. Aber Sie haben recht. Jetzt brauchen wir schwerere Waffensysteme. Und ich bin gestern in Berlin angekommen und habe auch gelesen, dass es ebenfalls eine Gruppe ukrainischer Offiziere gibt, die jetzt in Deutschland an Panzerhaubitzen ausgebildet werden sollen, wo die deutsche Bundesregierung zugesagt hat, diese jetzt zu liefern. Und wir werden jetzt also Offiziere haben, die diese Haubitzen auch dienen können. Das ist wirklich eine große Hilfe. Und ich möchte Annalena Baerbock und den anderen Mitgliedern der deutschen Regierung dafür danken, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber ganz konkret ist noch kein Panzer bei Ihnen angekommen, oder? Nein, denn unsere Militärangehörigen müssen natürlich erst einmal daran ausgebildet werden und dann werden sie auch in die Ukraine zurückkehren. Aber man muss schon auch sagen, dass es eben nicht besonders lang dauert, um diese Ausbildung auch durchzuführen. Wenigstens weniger lang als die Entscheidung, diese Waffen auch zu liefern, offensichtlich. Die Zögerlichkeit der Bundesregierung in Sachen Waffen hat auch damit zu tun, dass es hierzulande auch Ängste gibt, die auch Bundeskanzler Scholz in einem Interview Ende April selbst formulierte und sagte, wir dürfen nicht hier in einen dritten Weltkrieg geraten und wir dürfen nicht in einen Atomkrieg geraten. Was sagen Sie dazu? Ich sehe tatsächlich nicht die Möglichkeit, dass ein nuklearer Krieg hier als Möglichkeit auf dem Tisch läge. Denn das wäre der letzte Krieg, und zwar auch für Russland. Der zweite Punkt ist der, dass ich natürlich immer die Gespräche auch weiter fortführen möchte, selbst wenn sie mit den Worten beginnen, dass wir keine Waffen an die Ukraine liefern sollten, weil der Krieg dadurch eskaliert würde. Wenn wir dieser Logik folgten, dann wäre der zweite Satz, dass wir uns wünschten, dass Russland die Ukraine besiegen soll und dass wir akzeptierten, dass Russland mehr Ukrainer und Ukrainerinnen tötet, mehr Grausamkeiten auch verübt, um eine Eskalation zu vermeiden. Aber ich möchte alle daran erinnern, dass es nicht die Ukraine oder die NATO oder Deutschland oder die Europäische Union waren, die die Situation eskaliert haben, die einen Akt der Aggression begangen haben. Ich denke, es ist im besten Interesse aller westlich-europäischen Länder, hier Einigkeit zu zeigen und der Ukraine alles bereitzustellen, was die Ukraine braucht, um eben auch Russland auf dem Territorium der Ukraine zu besiegen und ihnen nicht zuzugestehen, weiter voranzuschreiten. Sie sagten heute auch, brauchen täten sie vor allen Dingen zum Beispiel auch Kampfflugzeuge. Das ist ja auch ein alter Wunsch der Ukraine. Aber da kam jetzt schon auch von Annalena Baerbock, von der Sie ja sehr viel Verständnis ansonsten haben, eigentlich ein ziemlich deutliches, wenn auch diplomatisch formuliertes Njet. Wie enttäuscht sind Sie darüber? Wissen Sie, die Ukraine gibt all den verschiedenen Ländern eine Liste dessen, was wir brauchen. Und jedes Land kann sich tatsächlich entscheiden. Das ist wie ein Menü, aus dem sie auswählen können, was sie zur Verfügung stellen können. Wenn Deutschland keine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen kann, okay, dann suchen wir woanders. Aber es gibt durchaus Dinge auf dieser Liste, die wir von Deutschland bekommen könnten, wie beispielsweise die Panzerhaubitzen. Und die Regierung hat hier ihre Entscheidung getroffen und der entsprechende Transport wird jetzt auch vorbereitet. Das heißt nicht, dass wir jetzt von allen Ländern fordern, Kampfflugzeuge zu bekommen. Wenn das nicht möglich ist, dann verstehen wir das. Wir sind vernünftige Menschen, wir verstehen so etwas. Das ist jetzt natürlich auch der Diplomat, der da spricht. Es heißt immer, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen. Können Sie dieses Kriegsziel denn näher definieren? Was ist das Kriegsziel der Ukraine? Einschließlich Krim und Donbass, die alten Gebiete zurückzubekommen oder zurück zum 24. Februar? Was auch immer nötig ist und ganz gleich, wie lange es dauert, die Ukraine wird militärisch und auch diplomatisch dafür kämpfen, dass unser Land vollständig wiederhergestellt wird in seiner gesamten territorialen Integrität, natürlich einschließlich des Donbass und der Krim. Aber es gibt immer Einschränkungen auch für das militärische Szenario. Wir sehen den aktuellen Status quo auf dem Schlachtfeld.
Und das Element des Donbass bei der Frage der territorialen Integrität der Ukraine, das ist der Ort, wo tatsächlich die Schlachten im Augenblick geschlagen werden und die Situation kann sich jederzeit ändern. Und wenn wir stark genug sind, dann werden wir natürlich Russland herausdrängen. Aber ich möchte unterstreichen, dass durch den Beginn einer militärischen Aggression gegen die Ukraine und durch die Anerkennung dieser sogenannten Volksrepubliken Russland die Minsker Vereinbarungen getötet hat, abgetötet hat. Und deswegen gibt es keine Verpflichtungen, keinerlei Zusagen mehr von keiner Seite. Der Donbass ist ein Schlachtfeld, wo die Stärksten gewinnen werden. Das halten Sie sich also offen. Herr Kuleba, es gab sehr herzliche Bilder von Ihnen und Annalena Baerbock, als Sie jetzt in Kiew waren. Man sah, wie Sie beide sich dann auch wirklich in den Armen lagen. Dann ist das natürlich bei Annalena Baerbock auch einfach, weil sie auch schon vor dem Krieg eine eindeutige Haltung hatte. Die interessante Frage ist, wann werden wir Herrn Scholz in Kiew sehen? Haben Sie noch mal eine Einladung ausgesprochen? Ich dachte, Sie fragen mich jetzt, wann ich den Kanzler Scholz umarmen würde. Wissen Sie, ich bin bereit, jeden deutschen Politiker, jede deutsche Politikerin zu umarmen, die der Ukraine hilft und zu helfen bereit ist. Wir haben gestern Kontakte zu dem Kanzler Scholz gehabt und wir haben eine Einladung ausgesprochen. Er ist jederzeit willkommen, zu jedem Datum, das ihm passt. Und wir schätzen unsere Beziehungen, das heißt die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass die Ukraine und Deutschland die Länder sind, deren Politikansätze und deren Entscheidungen auch die Zukunft Europas definieren würden. Wir tun das im Augenblick auf dem Schlachtfeld, weil wir Europa gegen die aggressiven Aktionen Russlands verteidigen. Und Deutschland trägt eine große Verantwortung auch für die Europäische Union und ihrer zukünftigen Entwicklung. Das heißt, wir möchten natürlich eine starke und freundliche Beziehung zwischen Deutschland und der Ukraine haben, die auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und Offenheit und Ehrlichkeit basiert. Sagt der ukrainische Außenminister, Herr Kuleba. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute. Thank you. Vielen Dank. Der Krieg hat nicht nur zu einem Umdenken in Deutschland geführt. Eine fundamentale Zeitenwende gibt es auch im Norden Europas. Dass sich Schweden und Finnland höchstwahrscheinlich in die NATO begeben, hätte man noch vor 3 Monaten nicht für möglich gehalten. In Finnland haben sich die Staatsspitzen heute dazu eindeutig positioniert. Für die NATO wäre Finnland ein unverhoffter Gewinn. Eine verlässliche Demokratie mit enormer militärischer Wucht. Ein Land, zu dessen Geschichte gehört, dass es seine Unabhängigkeit gegen die Sowjetarmee verteidigte. Im sogenannten Winterkrieg 1939-40 zeigten die Finnen, dass ein kleines Land der Roten Armee schwere Verluste zufügen konnte. Auch aus diesen Erfahrungen heraus ist Finnland bis heute ein bis unter die Zähne bewaffneter Staat, allzeit bereit zur Landesverteidigung. Heike Kruse berichtet. Gerade fand wieder eine internationale Militärübung in Finnland statt. Obwohl das Land noch nicht NATO-Mitglied ist, zieht man seit Jahren gemeinsam ins Manöver. Nur 5,5 Millionen Einwohner hat Finnland, aber fast 900.000 Soldaten und Reservisten. Ein Grund dafür die lange Grenze zu Russland. Wir haben immer konsequent gehandelt. Wir haben über all die Jahrzehnte ein gewisses Niveau aufrechterhalten, während die übrigen europäischen Länder überlegt haben, sich auf Krisenbewältigung zu konzentrieren. Bei uns dagegen stand immer die nationale Verteidigung im Mittelpunkt. Eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands wird Tag für Tag wahrscheinlicher. Präsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin erklärten heute schriftlich: Als ein NATO-Mitglied würde Finnland die Verteidigungsgemeinschaft stärken. Finnland muss die NATO-Mitgliedschaft unverzüglich beantragen. Wir hoffen, dass die nationalen Schritte für die Entscheidung schnell innerhalb der nächsten Tage erfolgen. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto erläuterte dem Europäischen Parlament per Videoschalte die Sicherheitsdebatte der vergangenen Monate in seinem Land. Bisher war eine Mehrheit der Finnen gegen die NATO-Mitgliedschaft. Aber in diesem Frühling hat sich alles verändert. Die Menschen fühlen sich bedroht. Auch der Einsatz von nicht konventionellen Waffen hat zu dem Meinungsumschwung geführt. Deshalb brauchen wir eine bessere Zusammenarbeit. Russlands Präsident Putin ließ Kreml-Sprecher Peskow auf die finnischen Absichten reagieren. Die NATO rückt weiter an uns heran. Natürlich müssen wir diese Lage analysieren und geeignete Maßnahmen für unsere Sicherheit ergreifen.
Noch im vergangenen Jahr war nur ein Drittel der Finnen für den NATO-Beitritt. Nach neuesten Umfragen sind es nun 3/4. Ich denke, es ist nun richtig, das zu tun, angesichts der Lage in Europa und in der Ukraine. Wir sind gut damit gefahren, nicht NATO-Mitglied zu sein. Nein, ich finde, wir sollten das nicht tun. Am Montag wird die Empfehlung von Präsident und Ministerpräsidentin im Parlament diskutiert. Auch dort zeichnet sich eine Mehrheit für den NATO-Beitritt ab. Die Soldaten im Manöver wollen ihre persönliche Ansicht nicht verraten. Aber sie sind überzeugt von der Stärke der finnischen Armee. Wir haben über die Gefahr geredet. Wenn nun ein Krieg ausbrechen würde, wären wir bereit, das Land zu verteidigen. Zivilisten brauchen sich darüber keine Gedanken zu machen. Wie und wann Regierung und Parlament gemeinsam in Sachen NATO-Beitritt entscheiden werden? Fest beschlossen ist bereits, das Militär aufzurüsten mit mehr als 2 Milliarden Euro in den kommenden 4 Jahren. Und mit dem Krieg und seinen Folgen geht es jetzt auch in den Nachrichten erst noch mal weiter, Heinz. Ja, die G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen will sicherstellen, dass die Ukraine ein bedeutender Getreideexporteur bleibt, trotz der russischen Blockade. Außenministerin Baerbock sagte zu Beginn von G7-Beratungen in Weißenhäuser Strand an der Ostsee, derzeit seien 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen blockiert, insbesondere in Odessa. Das Getreide werde dringend in afrikanischen Ländern und im Nahen Osten gebraucht. Der Bundestag hat Steuerentlastungen beschlossen, als Ausgleich für die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Unter anderem wird der Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar um 363 Euro angehoben. Die Pendlerpauschale wird ab dem 21. Kilometer bereits für dieses Jahr um 3 Cent erhöht. Außerdem wird eine Energiepauschale von 300 Euro an Steuerpflichtige gezahlt. Und es gibt einen Kinderbonus von 100 Euro. Bund, Länder und Kommunen können laut der neuen Steuerschätzung in diesem Jahr mit insgesamt 40,4 Milliarden Euro mehr Einnahmen rechnen als noch im November vorhergesagt. Das geht aus der neuen Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Lindner heute in Berlin vorstellte. Trotz der Mehreinnahmen gäbe es allerdings keinen Verteilungsspielraum. Er verwies zudem auf die finanziellen Auswirkungen von schon beschlossenen Entlastungspaketen sowie auf Risiken infolge des Ukraine-Krieges. Die Polizei in Essen hat einen 16-jährigen Schüler festgenommen, der im Verdacht steht, einen Anschlag auf eine Schule geplant zu haben. In der elterlichen Wohnung fanden die Ermittler Waffen und Material für den Bau einer Bombe, sowie rechtsextreme und ausländerfeindliche Schriftstücke. Auch die ehemalige und die aktuelle Schule des Jugendlichen wurden durchsucht. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann gibt sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz nach gut 12 Jahren ab. Er werde die Aufgabe zur Herbstvollversammlung der Bischöfe im September zur Verfügung stellen. Ackermann teilte mit, es brauche möglichst bald eine neue und breiter aufgestellte Verantwortungsstruktur, damit die katholische Kirche in Deutschland der Vielschichtigkeit der Thematik und der Dimension des Aufgabenfeldes künftig noch mehr gerecht werden könne. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat Nordkorea offiziell Infektionen bestätigt. Bei Tests in der Hauptstadt Pyongyang sei eine Omikron-Subvariante nachgewiesen worden, berichten Staatsmedien. Machthaber Kim Jong-un will nun landesweit einen harten Lockdown verhängen. Das abgeschottete Nordkorea hatte bislang keinen einzigen Corona-Fall gemeldet. Daran gab es jedoch schon länger Zweifel. Diese Woche steht ja wieder eine Landtagswahl an im großen Nordrhein-Westfalen. Wie es ausgeht, ist noch relativ offen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat für uns ein Politbarometer extra für NRW erstellt. Ganz aktuell, das ist noch keine Stunde alt. Wenn schon heute Landtagswahl wäre, käme die CDU demnach mit ihrem Ministerpräsidenten Wüst auf 32%. Die SPD folgt relativ dicht mit 29%. Die FDP käme auf 6%. Die AfD auf 7%. Die Grünen würden eine starke dritte Kraft im Land mit 17%. Die Linke schafft es mit nur 3% nicht in den Landtag. Dass das Rennen zwischen CDU und SPD noch nicht gelaufen ist, zeigt auch die Frage nach der Ministerpräsidentenpräferenz. 40% hätten lieber Hendrik Wüst. 35% sprechen sich für seinen Herausforderer Thomas Kutschaty aus. Bei einem starken Amtsbonus für Wüst müsste der Abstand größer sein.
Und wie immer gilt, solche Umfragen sind nur Momentaufnahmen. Zumal einige Wähler auch noch unentschlossen sind. 66% sagen, dass sie sich ihrer Wahlentscheidung sicher sind. 34%, immerhin rund ein Drittel, überlegen noch. Heute Abend standen sich die beiden Kandidaten ums Spitzenamt beim TV-Duell gegenüber. Dorte Ferber hat das für uns beobachtet. Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty im direkten Vergleich. Das gab es in diesem Wahlkampf kaum. Heute Abend stehen sich nun beide gegenüber und streiten im TV-Duell. Stichwort innere Sicherheit. Mehr Polizistinnen und Polizisten, bessere Ausstattung, auch eine zeitgemäße digitale Ausstattung. Wir haben ein neues Polizeigesetz gemacht. Das war so gut, dass sogar die SPD von Herrn Kutschaty am Ende zugestimmt hat. Wir haben es erst so gut gemacht. Ihr erster Entwurf war verfassungswidrig. Ich finde es eigentlich immer besser, die Polizei kommt nicht erst, wenn die Tat passiert ist und ist schnell da gewesen, sondern wir schaffen es endlich mal im Vorfeld auch etwas dagegen zu tun. Hendrik Wüst hat vor 6 Monaten das Amt des NRW-Ministerpräsidenten vom glücklosen Armin Laschet übernommen. Gerade lang genug, um bekannt zu werden, aber zu kurz, um einen Amtsbonus aufzubauen. Wüst muss also um Stimmen kämpfen und beherrscht den Umgang mit den Bildern. Mit Kinderwagen der kleinen Tochter kommt er zum Amtsantritt in den Landtag. Als moderner Familienvater will Wüst sich neu erfinden. Bekannt wurde er als forschkantiger CDU-Generalsekretär im Land, Abteilung Attacke. 2017 wird er dann Verkehrsminister im Kabinett Laschet. Jetzt heißt es, schnell populär werden. Der Konservative beweist Wandlungsfähigkeit, befürwortet den Mindestlohn, spricht über Soziales und holt tatsächlich auf. Als ich das Amt des Ministerpräsidenten übernommen habe, hat meine Partei 13 Prozentpunkte hinter der SPD gelegen. Heute liegen wir in den aktuellsten Umfragen mindestens 2% vorne. Also die Richtung stimmt. Jetzt noch der Rückenwind aus Schleswig-Holstein. Ich bin guter Dinge. SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty hat in den vergangenen Wochen 300 Wahlkampfauftritte absolviert. Er war wenig bekannt im Land. Kutschaty hat eine sozialdemokratische Bilderbuchbiografie. Geboren in Essen, aus kleinen Verhältnissen. Er studiert als erster in der Familie Jura, wird später Justizminister im Kabinett Hannelore Kraft. Im Wahlkampf setzt Kutschaty auf prominente Unterstützung, wirbt mit Bundeskanzler Scholz gemeinsam für NRW und Deutschland. Ich merke, bei den Menschen hier kommt das an, wie er seinen Kurs fährt in der Politik gegen Russland. Und wir wollen auch deutlich machen, es ist wichtig, dass in Nordrhein-Westfalen eine Regierung da ist, die auch eng mit der Bundesregierung zusammenarbeitet. Die Wählerinnen und Wähler erhalten in diesen Tagen Blumen gleichermaßen von Kutschaty und von Wüst. Am Sonntag müssen sie dann entscheiden. Und jetzt Heinz mit Nachrichten aus der Wirtschaft. Da gibt es derzeit ja Unsicherheit mit Blick auf die Gasversorgung. Ja, Russland hat Sanktionen gegen eine Reihe von Unternehmen erlassen. Und das hat auch Folgen für die Gasversorgung Deutschlands. Wirtschaftsminister Habeck hält die Auswirkungen der Sanktionen für überschaubar. Frank Bethmann, was heißt das? Wie sieht es im Moment mit der Gasversorgung aus? Ja, wo man hinhört, stehen am Abend die Zeichen wieder auf Entwarnung. Die Versorgung sei stabil, die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet, sagt die Bundesnetzagentur. Am Morgen sah die Lage zunächst anders aus. 31 Unternehmen bekommen kein Gas mehr aus Russland, darunter Gazprom Germania. Die Firma steht seit April unter der Kontrolle der Bundesnetzagentur. Es zeigt also, dass die Auseinandersetzung um Energie eine Waffe ist. Und dass Energie in einem Wirtschaftskonflikt hart eingesetzt werden kann. Am Mittag der nächste Auftritt. Die Botschaft, Gas aus Russland fließt weiter. Die neuen Maßnahmen aus Moskau überschaubar. Wir haben eine Lieferung, die nicht mehr erfolgt, in einer Menge von 10 Millionen Kubikmeter Gas täglich aus Russland. Auch das ist eine Menge, die kompensierbar ist. Und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen. Rund 25 Firmen betreiben in Deutschland die Speicher, die derzeit wieder zu knapp 40% gefüllt sind. Das sei kein Spitzenwert für diese Jahreszeit, aber ordentlich urteilen Fachleute. Auch an den Finanzmärkten entwich der anfängliche Druck. Nach deutlich schwächerem Beginn reduzierte der DAX am Abend seine Verluste, am Ende nur noch ein Minus von 89 Punkten. Doch die hohen Kursschwankungen im Tagesverlauf zeigen vor allem eines, die Anleger bleiben nervös und die Preise für Gas, die stiegen heute weiter. Kein Wunder angesichts dieser Entwicklung.
Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Es gibt Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel, aktuell für Teile Bayerns. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Rom im Viertelfinale. Zverev setzte sich heute gegen Alex de Minaur aus Australien durch mit 6:3 und 7:6. In der Runde der letzten acht trifft Zverev am Freitag auf den Chilenen Cristian Garín. Das Turnier in Rom gilt als Generalprobe für die French Open. Sollte es doch so etwas wie einen Himmel geben, dann säße dort Albert Einstein auf seiner Wolke, würde hochzufrieden auf uns jetzt hinuntersehen und sich zur Feier des Tages vielleicht sogar ein kleines Gläschen Cognac gönnen. Das tat er eher selten. Denn die Wissenschaftler von heute bestätigen erneut, wie recht er hatte mit seiner Relativitätstheorie und dem, was er vor über 100 Jahren über schwarze Löcher sagte. Einstein hätte wohl auch seine Freude an diesem Bild, das eine wissenschaftliche Sensation ist. Astronomen ist es gelungen, in unserer Milchstraße ein schwarzes Loch zu fotografieren. Wie sie es schafften, das absolute Nichts sichtbar zu machen, erklärte Christina Kajatz. Die Reise der Forscher führte in das Herz unserer Milchstraße. 27.000 Lichtjahre von der Erde entfernt entdeckten sie, was sie seit Jahrzehnten vermutet hatten, ein schwarzes Loch. Ein Riese mit 4 Millionen Mal der Masse unserer Sonne. Auf dem Foto, das sie heute der Welt präsentierten, erkennt man, wie Gase um das Loch herumwirbeln und Licht, das von der gewaltigen Schwerkraft abgelenkt, in eine gekrümmte Bahn gezwungen wird. Man sieht die Gravitation am Werk. Das ist eine enorme Faszination, dass alles, was um das schwarze Loch sich bewegt, Licht, Gas, Materie, aufgesogen wird. Dass auch wir, wenn wir hinfliegen würden, darin verschwinden würden und es kommt keine Information zurück. Das sind alles Aspekte, die so krass unvorstellbar sind, dass sie eben eine Faszination ausüben auf jeden, der letztlich verstehen will, wie ist unsere Welt gemacht, wie hängt sie zusammen. Das Unvorstellbare sichtbar machen. Dafür ist das Event Horizon Teleskop im Einsatz. Ein Verbund von Radioteleskopen. Weltweit in großer Höhe aufgestellt, blicken sie in das Zentrum von Galaxien. 8 Superteleskope zur gleichen Zeit auf dieselbe Stelle ausgerichtet, vernetzt zu einer einzigen Kamera von der Größe der Erde. So gelang der spektakuläre Beweis für das schwarze Loch, das der deutsche Nobelpreisträger Reinhard Genzel schon vor Jahren berechnet hatte. Eine Bestätigung für Einsteins Relativitätstheorie und ein wichtiger Schritt, um das Mysterium der schwarzen Löcher zu begreifen. Und die schwarzen Löcher sind sozusagen gewachsen durch Akkretion, also ein Reinfließen von Materie, in etwa im Gleichschritt mit dem der Galaxien. Das ist also ein fast symbiotisches Zusammenleben und zwar seit der frühesten Zeit. Kurz nach dem Urknall, als die ersten Milchstraßen entstanden sind. Und das ist also eine ganz unerwartete Geschichte, die wir jetzt so lernen. Und wir wollen natürlich am Ende wissen, wer war die Henne und das Ei, nicht? Weil wer kam zuerst, wenn nicht beide gleichzeitig? 2019 sorgte das erste Foto des schwarzen Lochs M87 weltweit für Aufsehen. Heute nun das neue Bild aus unserer Milchstraße. 2 Schnappschüsse, die aber noch kein vollständiges Bild ergeben. Mit Filmen, so hoffen sie, ließen sich auch Veränderungen der geheimnisvollen Giganten beobachten und ihre Rolle im Universum besser verstehen. So viel von uns. Maybrit Illner hat gleich im Anschluss eine Gesprächsrunde zu den wirtschaftlichen Folgen von Krieg und Pandemie. Zu Gast ist unter anderem Finanzminister Christian Lindner. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Gundula Gause mit unserem Heute Journal Update. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter.
Die Konzentration der Treibhausgase, speziell in der Atmosphäre, nehmen immer weiter zu. Und vor allem Kohlendioxid. Und der Wert von 420 ppm wurde im vergangenen Monat im Schnitt überschritten. Das hat es vorher bisher noch nicht gegeben. Aber man sieht hier auch, dass die Konzentration über die Jahre immer weiter zunimmt. Trend eindeutig ansteigend. Und das schon seit Jahrzehnten. Wie man hier sieht, die Kurve startet Ende der 50er Jahre. Und bis in die Gegenwart steigt die Konzentration immer weiter an. Ja, und die Menge, die Sie hier sehen, die wir der Atmosphäre hinzugefügt haben, die entspricht etwa dem Übergang von der Eiszeit in die Warmzeit. Aber nicht in Tausenden von Jahren, sondern in wenigen Jahrzehnten. Wir schauen aufs Wetter. Und da haben wir es mit heftigen Schauern und Gewittern zu tun. Die hängen mit dieser Kaltfront zusammen. Die schleift hier an den Alpen entlang. Und so gibt es im Süden vor allem diese heftigen Gewitter in den nächsten Stunden. Dabei ist dann Starkregen, Hagel und Sturm dabei. Im Norden regnet es auch. Und dazu Temperaturen im einstelligen Bereich im Norden. Im Süden ist es deutlich milder mit 12 bis 16 Grad. Morgen im Tagesverlauf weitere Schauer und Gewitter im Süden. Die Kaltfront ist hier noch aktiv. Ganz im Norden ziehen auch einige Schauer durch. Dazwischen gibt es viel Sonnenschein. Bei höchsten Temperaturen von 15 Grad an der Nordsee und 25 im Südwesten. Ja, das Wochenende wird sonnig und warm. Und Montag gibt es neue Gewitter, durchaus im Unwetterbereich. Einen schönen Abend.